Willkommen in Frau Melanies Nachbarschaft. Schön zu sehen. Guten Tag, guten Tag, sagen alle Kinder. Große Kinder, kleine Kinder, dicke Kinder, dünne Kinder, schnelle Kinder, langsame Kinder, laute Kinder, leise Kinder. Guten Tag, guten Tag, sagen alle Kinder. Hallo. So, wir haben unsere ABC nochmal. A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, J, H. Das ist das ganze ABC. Gut gemacht, ABC heute. Und wir haben ein schönes Herzlied. Rotes Herz, ich liebe dich. I love you. Rotes Herz, ich liebe dich. Rotes Herz, ich liebe dich, und das Blaue sagt, ich dich auch. Blaues Herz, ich liebe dich, blaues Herz, ich liebe dich, blaues Herz, ich liebe dich. Und das Lila sagt, ich dich auch. Lila Herz, ich liebe dich. Lila Herz, ich liebe dich. Lila Herz, ich liebe dich. Und das Rosa sagt, ich dich auch. Rosa Herz, ich liebe dich. Rosa Herz, ich liebe dich. Rosa Herz, ich liebe dich. Und das Orange sagt, ich dich auch. Oranges Herz, ich liebe dich. Oranges Herz, ich liebe dich. Oranges Herz, ich liebe dich. Und das Gelbe sagt, ich dich auch. Gelbes Herz, ich liebe dich. Gelbes Herz, ich liebe dich. Gelbes Herz, ich liebe dich. Und alle sagen wir euch auch. We love you too. Gut gemacht, schönes Herz. Wir haben viele Herzen heute. Valentinstag kommt, so wir zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
acht, neun, zehn, elf, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 und 10 sind 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Herzen. Und heute, wir haben die Herzen. So viele Herzen. Wir haben kleine Herzen. Wir haben große Herzen. Guck, hier ist die kleinste Herz mit der Halbkreis. Und das Dreieck, noch ein Halbkreis und der Diamant und das Dreieck. Hallo, kleine Herz. Und wir haben Medium Herz mit ein Quadrat, zwei Quadrate, drei. Und dann wir haben, hier ist eins, der Diamant und zwei. Und dann wir haben ein Dreieck und das Dreieck. Und dann, wir haben zwei Kreise, eins und zwei und der Diamant. Hallo, Medium, Herz. Und dann, wir haben ein großes Herz mit ein großes Große, kein Quadrat. Das ist ein Rechteck. Ein Rechteck, Rechteck, Quadrat, Quadrat. Und welche Farbe sind diese? Blau, blau, blau. Und rot, rot, rot. Und dann, wir haben ein paar gelbe dreieckige Teile. Ein Dreieck, zwei Dreieck, vier Dreiecke. Und hallo, unsere große Herz. Und wir haben ein sehr großes Herz, das riesige Herz. Und wir haben eins und zwei und drei und vier und fünf. Quadrat und 6 und 7 und 8. Und dann, wir haben diese schöne Dreiecke, das Dreieck, noch ein Dreieck
machen das fertig. Oh. Okay. Das geht zusammen. Und wir haben das. Oh, wir müssen mehr Tesafilm haben. Die sind auch Magneten. So, das passt. Und dann ein Dreieck. Und noch ein Dreieck. Und noch ein Dreieck. Und ein anderer Dreieck. Und noch ein Dreieck. Und die letzte Dreieck. Guck, hallo, riesige Herz mit aller schönen Farben. Tschüss, Herz. Gut gemacht. So, wo ein Herz ist, dort gibt es Liebe. So, wir haben eine Geschichte über das Nilpferd und die Schildkröte. Nilpferd, und ein großer, alter Schildkröte. Und sie sind Freunde. Ihre Herzen sind verbunden. Sie lieben einander. Ich liebe dich, ich liebe dich. Das ist Owen und das ist Mzee. Sie sind Freunde. Mzee ist eine alte, riesige Schildkröte. Owen ist ein Flusspferdchen oder ein Nilpferd. Sie essen zusammen. Sie schwimmen zusammen. Sie schwimmen zusammen. Sie spielen zusammen. Sie schlafen zusammen. Owen passt auf Msee auf. Msee passt auf Owen auf. Owen und Msee sind Freunde, beste Freunde. Was könnte besser sein? Das ist schön. Was könnte besser sein, dann ein guter Freund, gell? Und wir haben so viele Freunde, da sind Tiere oder unsere Leute. Aber diese ist das Stethoskop. Und das guckt. Wir können unser Herz hören. Kannst du dein Herz hören mit das Stethoskop? Und wir haben noch ein Buch über ein Hundelein. Sie heißt Lilly. Wer ist Lilly? Lilly ist ein Hund. Treff Lilly. Lilly ist ein Hund. Wer ist Lilly? Lilly ist glücklich. Glücklich, wenn sie aufwacht und einen neuen Tag beginnen kann. Sie ist hungrig. Hungrig. Ich habe Hunger, 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 Lilly sagt. Und sie frisst ihr Frühstück. Lilly spielt viel. Sie spielt, sie hat viel Spaß. Sie spielt mit Jack und mit ihrem Eichhörnchen. Squirrel. Lilly fühlt sich beunruhigt. Oh, weil sie etwas Schlimmes gemacht hat. Oh, sie ist beunruhigt.
Und sie ist traurig, weil ihre Freundin weggeht. Guck, sie ist traurig. So traurig, das ist Lilly. Lilly sorgt sich über ihre kranke Freundin. Sie sorgt sich. Sie ist dabei, wenn jemand tut weh. Lilly ist freundlich. Sie möchte gern mit Java spielen, aber Java möchte nicht. Jack nagt an Lillys Ohren. Sie ist Geduld. Sie wartet. Sie wartet. Aber dann, sie ist verärgert, wenn Jack nicht aufhört. Sie ist verärgert. Lilly ist glücklich. Sie spielt gerne draußen im Wald. Guck, sie ist so froh. Oh, sie ist so froh im Wald. Draußen. Jetzt ist Lilly müde. Oh, so müde. Sie möchte gern schlafen. Lilly ist gütig und zahm. Sie ist sehr gut, dieser Hund. Lilly ist schön wie du. Das ist Lilly. Und sie ist lustig. Das ist mein Schwesters Hund, Lilly. Meine Schwester Mindy, sie hat dieses Buch geschrieben und sie hat Lilly. Bist du auch manchmal böse, verärgert oder müde? Man kann schlafen. Müde oder glücklich. Ich bin so glücklich, glücklich. Und wir haben Emotionen wie unsere Hundelein. Und das kommt von unserem Herz. So jetzt, wir haben, das ist unser Hundehaus. Und wir sehen uns, was unsere Hundelein machen. Die Hundelein hüpfen in das Hundehaus. Die Hündelein hüpfen hoch und runter in das Hundehaus. Hochhüpfen, runterhüpfen. Die Hündelein krabbeln aus ihrem Hundehaus heraus. Aus ihrem Hundehaus heraus. Die Hundelein kriechen um das Hundehaus herum. Kriechen. Und die Hundelein gehen rückwärts, backwards in das Hundehaus. Rückwärts in das Hundehaus. Die Hundelein liegen in dem Hundehaus. Sie sind jetzt müde. So, diese Woche, wir haben nicht nur eine, aber wir haben ein, zwei Geburtstage. Happy Birthday to you. Wir haben zwei Geburtstage. Und wenn wir sind zusammen, wir können finden, wer hat Geburtstag. So, in Deutschland gibt es ein schönes Lied für Geburtstage. Das geht so. Schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst.
Schön, dass du beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. We are so happy that you were born. We would have missed you. Und wir haben auch noch ein Lied. Wenn jemand hat Geburtstag, wir holen etwas. Das hat laute Geräusche, etwas Lautes, nicht ruhig, laut. Und dann wir singen, hopp, sollte leben, hopp, sollte leben, dreimal, hopp, 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 sollte leben. Live high, live high. It is your birthday. Gut, so wir haben zwei Freunde mit Geburtstag. Und jetzt, wir haben ein schönes, besonderes Experiment. Wir haben Herzen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Herzen. Und wir haben ein bisschen Soda. Und wir sehen, vielleicht sie die Herzen hüpfen. Auf die Blätter, fertig. Hüpfen. Die hüpfen. Hallo. Die Herzen hüpfen. Vielleicht wir warten ein bisschen. Sie können hüpfen. Komm, Herzen, hüpfen. Sie sind ein bisschen langsam. Wir warten ein bisschen. Vielleicht in ein paar Minuten sie hüpfen. Okay, und jetzt wir haben unsere Malen. Du hast ein schönes Herz. Okay, guck, hier ist unser Herz. Und hast die Farbe. Wir haben rosa. Oder du kannst auch pinke sagen. Und wir haben unsere schöne Bürste und dann wir malen. Oh, schöne Farbe. Wir malen rosa. Oh, schön. Rosa. Rosa. Und denkst du, wir brauchen ein bisschen lila? Ich glaube, wir brauchen lila. Lila Farbe ist hier. Und noch eine schöne Bürste. Lila. Oh, guck. Wir mischen die Farben. Lila und Pinke. So ein schönes Herz. So schön. Und plunk, plunk, plunk. Du kannst auch machen mit deinem Papier und dein Farbe. Und dann, wir machen ein bisschen Weiß auch. Weiß ist gut. Mit unserer anderen Bürste, wir werden sehen. Weiß. Und dann das mischt zusammen. Oh, hell lila. Das ist hell lila. Guck. Oh, ist das schön. Bright purple, light purple, hell lila.
Das ist eine schöne Farbe. Guck, alles zusammengemischt. Gut. Ah, wir brauchen ein bisschen mehr Weiß. Weiß macht alles so schön. Und wir mischen. Du kannst auch machen, was du willst. Vielleicht du hast ein weißes Papier und dann du malst auch mit Rot. Wir haben ein rotes Papier gehabt. So, ich könnte kein Rot benutzen. Ja, aber diese Farben sind schön. Oh, das ist ein schönes Herz. Gut. Okay. Und jetzt wir machen Häschen in der Grübe. Häschen in der Grübe saß und schlief, saß und schlief. Armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst? Häschen hüpft, Häschen hüpft, Häschen hüpft. Du kannst auch machen, lieg am Boden. Häschen in der Grübe saß und schlief, saß und schlief. Armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst? Häschen hüpft, Häschen hüpft, Häschen hüpft. Gut gemacht, tschüss, dann Kinder, wir sehen euch am Freitag um 4 Uhr für Gute Nacht Geschichte. Gute Nacht, tschüss.